Das Teil geht ab. Das ist einfach am Abspeed, Mann. Ja, meine läuft auch. Hey, das ist so witzig. Da kriegt man auf den Lauf mit. Alter, das Ding geht ordentlich zur Sache. Wow, Alter. Ey, da ist ein 125er ja nichts. So eine normale. Ey, das Teil hat aber ordentlich Wumms. Ja. Hey Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren, etwas anderen Vlog. Der Start von dem Video ist jetzt ein bisschen komisch. Aber ich habe die Ehre, von Nili Moto den Elektroroller gleich mal zu fahren. Ja. Ich hoffe mal, das wird geil. Wie geil, ey. Das Teil ist so geil. Also den. Alter, wenn ich überlege, das Teil kostet einfach mal so viel wie eine neue R1. Kann ich schön vorsichtig fahren. Und farblich, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Ich kann mal hier, ne, an die Scheibe rangehen. Da sieht man mich. Also farblich ist das echt sehr nice hier mit meiner rot-weiß-schwarzen Lederkombi und diesen Roller, das passt natürlich überhaupt nicht. Juckt mich einfach nicht. So, welchen jetzt hier? Den? Ja, den. Das ist der Rückwärtsgang. Ach, kann man sogar rückwärts fahren mit dem Ding? Wenn du gedrückt hältst, einmal gedrückt. Und jetzt gibt ein bisschen Gas. Ha. Ja. Das ist, glaube ich, bis 3 km/h oder so. Ist ja cool. Sogar ein Rückwärtsgang hat das Teil. Ach ja, stimmt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, stell dich nicht in die Kreuzung und du versuchst einmal bis zu der Kreuzung zu kommen, ohne zu sterben. Also die Motorbremse, also die Bremse, die der hat, ist ziemlich hart, ne? Ja, kannst du auch welche einstellen. Wie? Warte, welchen muss ich? Oh, warte. Noch einen weiter? Genau, ja. Der ist nicht so stark. Der ist nicht ganz so stark, genau. Hat aber trotzdem volle Power. Also. Soll ich schon aufsteigen oder? Ja, kannst du machen. Okay. Nein. Das Teil ist so geil. Der Sound ist auf jeden Fall echt nice. Wo? Links. Links. Das Teil, wenn man das mit einer 125er vergleicht, ist das echt ein Monster. Ah ja, hier kommen wir her. Ja, das Ding lässt sich aber. Das ist ganz komisch zu fahren. Links. Links. Stoppschild juckt mich nicht. Das Teil hat Power. Das macht Spaß. Das macht Spaß, Leute. Ich steige um, ich fahre nur noch Elektro. Also das ist echt eine coole Sache. Drüber. Ja. Das Teil ist so ein Bums, ey. Alter, das Teil ist so fett. Wenn du
So, ich mach's jetzt mal vorbildlich, nicht so wie in die Moto. Ich bleib auch an den Zebrastreifen stehen, ne? Ja, ja. Sozial hier. Wow. Ja, das Teil ist echt, man, das Gewicht, was da nur durch Batterie zustande kommt, ey, das ist heavy. Ich war gerade kurz davor, den Motorradfahrer zu grüßen. Aber ich bin ja ein fucking Rollerfahrer. Ey, das Teil ist aber... Also wenn ich das zur Alternative zu einer 125er, würde ich sagen, das Teil ist geil. Also dass man das mit 125er fahren, aber das ist halt preislich viel teurer, ne? Aber ich sag mal, vom Fahrspaß her ist das mit einer 125er... Links. Ja, mit einer 125er ist das... Also ich sag mal, einfach mal geil. 125er kann da nicht mithalten. Vom Fahrspaß. Diese Summen von Motor, ey. Also Leute, ich lege euch ans Herz, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, sowas in der Art zu fahren, ne, macht's. Und es fühlt sich ja schon alleine mal richtig geil an, wieder auf zwei Rädern unterwegs zu sein. Da kam ja jetzt sehr lange nichts mehr von mir. Den zock ich doch locker ab hier mit dem Teil. In Leder kommen wir auf dem fucking Roller. Kameras am Helm. Wir sind halt coole Leute, die Motovlogs machen hier auf dem Elektroroller, ist ganz klar. Wow! Alter, die Griffheizung! Ich geh mal kurz Vollgas. Oh. Alter, geil! Geil! Ey, die Griffheizung ist das Pornöseste an diesem Teil, merke ich gerade. Ey Leute, meine Hände sind nicht kalt. Fahr ich mal da lang. Hier, zack. Jo. Das Teil ist sick. Sick ist das Teil, Mann. Leute, ich grusel. Ey, das Teil, jetzt, wenn man alleine drauf sitzt, fährt sich das noch viel geiler. Hab ich schon nach den ersten Metern jetzt gemerkt. Uhu. Also was hat der 40, 50 und dann merkt man die Power. Ich bin mal auf 35 und Vollgas. Alter, das Teil geht ab, die Hölle. Ey, dass das mit der 125er, also mit dem A1 zugelassen ist, ne? Ist echt krass. Nein, Stoppschild juckt mich doch nicht. Wow. Turbo-Modus. Wow. Ja, das Teil ist so fett. Ich bremse halt nur mit der Vorderbremse, weil ich so gewohnt bin. Ey, das ist so sick. Wow. Wow. Hui. Ein bisschen Slalom, mit dem Roller, das sieht bestimmt beschissen aus. Das ist echt, die Leute, man merkt auch übelst, die Leute gucken einen so beschissen an, ne? Huhu. Hey, Heizgriffe, Mann, das ist schön warm an den Fingern. Alter. Ich hoffe, die Kameraperspektive ist einigermaßen gut, um das ein bisschen rauszubekommen. Das wird wahrscheinlich Titel vom Video wird einfach sein, so Alter, geil, Alter. Wie oft ich das jetzt schon in diesem Video gesagt habe, ey. Das Teil macht aber echt Mörderlaune. Ich wollte gerade sagen, Tunnel, Leute, Tunnel, aber ich fahre ein geräuschloses Etwas. Das ist natürlich der große Vorteil von einem richtigen. Da hat man wenigstens auch noch ein bisschen Sound. Aber dafür kann man mit dem richtigen nicht so abgehen. Wow! Alter! Das Teil geht ab!
Das ist einfach am Upspeed, Mann. So derbe überholt, das ist krank. Ey, ich krieg einen Orgasmus hier unter dem Helm, Mann, das Teil ist so mördergeil. Alter, du. Ey, nee, aber nee. Nee. Ey, das ist. Pornös ist das. Und. Hört ihr irgendwas? Nein. Das Teil, ob es an oder aus ist, hört sich gleich an, wenn es steht. Ey, ich frag mich, wie so ein Elektromotorrad abgeht. Wenn so ein scheiß Roller schon so zieht, ne? Wenn man so ein Elektromotorrad hat, da kriegst du ja alles mit. Also das ist mein nächstes großes Ziel. Mal so ein Elektromotorrad irgendwann Probe zu fahren. Ach so, was ich jetzt noch sagen wollte. Genau, der, von dem ich jetzt hier den Roller fahre, der ein oder andere von euch kennt den bestimmt. Der gute Nili Moto. Nils liebt Motorräder, beziehungsweise wie er sagt, Nils mag Motorräder und dann ins Englische übersetzt Nils Nils likes Motorräder. Was laber ich? Nili Moto, yo. Der hat mir hier die Möglichkeit gegeben, dieses wunderbare Stück Technik mal Probe zu fahren. Ich bin richtig begeistert. Und Nili Moto ist auch einer aus meiner Motovlogger-Community. Die anderen haben dazu jetzt alle schon Videos gemacht und schon erwähnt und so. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, irgendwie so einen Motovlog aufzunehmen. Deswegen möchte ich die alle mal hier jetzt in dem Video nennen. Also der erste wäre dann Nili Moto. Der zweite Two Wheels One Dickhead. Dann Pischel Riders. Troja Riders. Und jetzt fällt mir der letzte einfach nicht ein. Da ist doch noch einer gewesen. Ach ja, der ist auch relativ frisch dazu gekommen und ist ein bisschen größer abonnentenmäßig. Marcel der Motovlogger. Das ist jetzt hier ein Moment der Schande, dass du mir nicht sofort eingefallen bist. Das tut mir an dieser Stelle sehr leid. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Tust du sowieso, weiß ich. Muss ich mal gleich eine Möglichkeit zum Wenden finden. Bevor ich mich hier komplett wegfahre mit dem Ding. Ich will eine chillige Möglichkeit zum Wenden. Alter, die Heizgriffe, die ballern richtig durch. Ja, und Kreisverkehr. Da kann ich mir jetzt erstmal einen drehen und dann komme ich auch wieder richtig an. Also wenn man das Teil erstmal so ein paar Meter gefahren ist, dann kommt man damit richtig geil klar. Und die Geschwindigkeit kommt einem auf diesem Ding einfach überhaupt gar nicht krass vor. So. Wenn ich mit dem Ding hier ein bisschen beschleunige und so, das ist alles ganz gemütlich. Weil man das Teil, weil es einfach so noch so neu ist und so, das fährt sich einfach so mega nice. Vollgas! 100! Ja, das Teil ist sick as fuck. Was fährt das Teil denn spitze? Ja, okay, spitze ist das Ding jetzt nicht. Oh, 50. Ja, Marco, 50. Also 130 packt das Ding. Ich heize hier voll durch, weil ich einfach überhaupt nicht Gefühl habe, die Geschwindigkeit, ich unterschätze die voll gerade bei dem Ding. Ja, Oma, lauf über die Straße. Oder Opa. Sorry, Opa. Und Power! Oh, ist doch geil, ey. Meine Hände sind warm wie sonst was. Und fucking Rollerfahrer, den müssen wir noch grüßen, Leute. Wow. Nein, müssen wir nicht. Weil er kein cooler Elektrorollerfahrer ist. Ich habe noch nie dieses Teil hier gesehen, was ich fahre. Bevor ich nie die Moto kannte, wusste ich noch nicht mal, dass BMW so Elektroroller rausgebracht hat. Keine Ahnung, Mann. Ist auf jeden Fall mega nice. Ich würde das Ding gern mal irgendwo in Bielefeld fahren, so wo richtig was in der Stadt los ist, wenn man mit so einem summenden Etwas da so rumheizt. Man bekommt auf jeden Fall mindestens genauso viele, man bekommt mehr Blicke, als wenn man mit einer R1 rumfährt. So viel steht fest. Die Griffheizung, Mann.
Das ist. Griffverletzung bräuchte ich auch an meiner für den Winter. Also wenn ich ganzjährig fahren würde, nach dieser Fahrt jetzt, würde ich sagen, yo, ich baller mir eine Griffverletzung ran für den Winter. Wow! Ich gehe voll ab. Emotion pur. Ja, fick dich. Das kreischt richtig, dieses Summen. Ja, das ist ja instant auf 100. Man hat aber nicht dieses Gefühl, dass man auf 100 ist, weil einfach die Lautstärke nicht da ist. Ah ja, hier muss ich rein. Yo. Also, jetzt geht's wieder auf den Meckes Parkplatz. Ich hoffe, euch hat dieser etwas andere Elektroroller-Vlog gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen da. Ja, da sehe ich doch schon einen. Und, yo, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dem guten Nils, den guten Nili Moto, könnt ihr auch einmal... Warte, ich fahr mal zu ihm hin. Hi. Hey, ich hab's gar nicht angekommen gesehen. Das Teil ist einfach so. Warte mal, Warte mal, wo ist das Ding hier? Ach hier, hier ist ein. Das war der Hauptsteller, den du gerade ausgeklappt hast. Ja, das hab ich dann auch gemerkt. Alter, das Teil ist sick. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Nili Motor auf jeden Fall auch ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute.